Hi Kathi, Glückwunsch zu deinem kalifornischen Footballspieler. Und was deine Frage betrifft, Axel und ich hatten noch nichts. Axel ist da und er nervt. Hey, da habt ihr ja was gemeinsam. Axel, ich komm gleich! Ich sag dir, ne, der Typ tut nur so nett und so. Der will dich ins Bett kriegen. Cem, nicht alle Typen sind so wie du. Bist du blöd oder was? Du bist das letzte Mädchen auf der Welt, mit dem ich ins Bett gehen würde. Selbst wenn ich das letzte Mädchen auf der Welt wäre, vergiss es. Dafür gibt es einfach zu viele intelligente Primaten. Schlampe. Prolet. Lena, du und Axel, ihr tut doch nichts, wozu du noch nicht bereit bist, oder? Ich frag mich, worüber diese Familie nachdenken würde, wenn ich nicht da wäre. Hey. Oh, seid ihr ein süßes, süßes Pärchen. Habt ihr mich schon miteinander... Mama! Doris. Himmel, seid ihr alle verklemmt. Die spinnen doch alle. Axel würde nie was von mir verlangen. Außer meiner Hand. Mach die Augen zu. Aua! Hast du sie noch alle mal? Sorry, da war eine Spinne. War die groß, die Spinne? Und? Was sagst du? Wir heiraten. Jetzt schon? Mann, das sind Freundschaftsringe. Die ändern je nach Stimmung die Farbe. So wissen wir immer, wie der andere fühlt. Gott sei Dank kein Heiratsantrag. Guck mal, hier stehen die Bedeutungen der Farben. Deiner ist? Lila. Lila bedeutet geheimnisvoll. Du bist geheimnisvoll. Wer so niedlich ist, der denkt doch gar nicht an Sex. Und deiner? Deiner ist grün und grün bedeutet erregt. Erregt? Axel ist erregt? Und? Was bedeutet grün? Das bin ich. Glücklich. Bevor meine Mutter sich neu verliebte. Und mein Leben vorbei war. Und jetzt? Lebe ich in einer Großfamilie. Und darauf hätte ich echt verzichten können. Lena! Kathi, was Schreckliches ist Lena, passiert. Mach auf. Von wegen, Axel ist harmlos. Er will mehr von mir. Lena, mach auf! Damit du über mich herfallen kannst? Ganz bestimmt nicht. Lena! Was ist denn los, Mann? Ich habe Hausaufgaben vergessen. Hausaufgaben? Und deswegen bist du so drauf? Lena, mach auf! Ey, Costa, weißt du, wie wichtig Hausaufgaben sind? Du Vollidiot! Ohne Hausaufgaben bricht das ganze Schulsystem zusammen. Ach, ich weiß schon, warum du so bist, Mann. Wegen der kleinen heißen Chingy, Mann. Mit der Frau mit der Nudelmaschine. Ich krieg noch 30 Euro von dir. Wozu? Hatten wir Sex? Witzig. Nein, die Spenden für das Patenkind der Oberstufe. Ach. Du hast seit 6 Monaten nicht gezahlt. Mann, ich bin Ausländer. Ich habe selber keine Kohle, Mann. Doris, das ist nicht richtig, was wir hier tun. Außerdem müssen wir zur Arbeit. Du bist Kriminalkommissar. Spuren suchen ist deine Arbeit. Selbst wenn Lena Sex hatte, will ich das gar nicht wissen. Ich schon. Ich muss nämlich mit ihr darüber reden. Wieso bist du nicht in der Schule? Falsche Frage. Richtige Frage. Was macht ihr in meinem Zimmer? Ich glaube, ich muss jetzt aufs Revier. Jetzt ist es soweit, Mutter. Jetzt lasse ich mich adoptieren. Gürkchen, du redest ja nicht mit mir. Habt ihr schon? Nein. Du bist also noch Jungfrau? Entschuldige, dass ich nicht wie du mit 14 mit einem indischen Guru geschlafen habe. Will Axel nicht? Doch. Axel ist da! Tschüss. Glückchen, sei doch nicht so amerikanisch! Mama! Lass mich! Hallo, Axel. Da du erst aus dem Fenster und jetzt unter das Bett kletterst, drängt sich eine Frage auf. Wieso?
Jetzt sag ihm einfach, dass du noch nicht so weit bist. Das mit den Gefühlsringen. Meiner war grün, weil ich aufgeregt war. Jedes Mal, wenn du vor mir stehst, dann ist es so, als ob eine gewaltige Explosion durch... Deine Hose geht, schon klar. Mein Herz geht und... Oh Mann, ist das peinlich. Können wir uns noch ein bisschen Zeit lassen? Ich meine, du bist meine erste richtige Freundin und ich will nichts überstürzen. Hättest du doch sagen können. Ich habe Verständnis für Leute, die noch nicht so weit sind. Wie ich. Hallo? Das sind ja nette Geschenke, die du mir hier machst. Das Leben ist scheiße. Kommt drauf an, wie man Scheiße definiert, oder? Zum Runterspülen auf jeden Fall. Ärger in der Schule? Macht dir irgendwie Angst? Schutzgelderpressung oder sowas? Mir kann keiner Angst machen. Gefühle können Angst machen. Wie kommst du auf so einen Schwachsinn? Das ist mein Beruf. Ich guck dich an und weiß sofort, was mit dir los ist. Soll ich noch mal ein bisschen tiefer reingucken? Dann krieg ich vielleicht sogar noch ihren Namen raus. Ey, hast du zu wenig Patienten oder was? Hallo, Frau Schneider. Cem ist oben. Cem, da wollte ich fragen. Hat er Liebeskummer? Wir haben keinen Liebeskummer. Wir machen Liebeskummer. Ah. Wo ist der Prolet? Ich hätte da zwei im Angebot. Der Grieche. Oben. Cem freut sich sicher auch, dich zu sehen. Mhm. Hi, Ching. Hey. Hi, Lena. Was machst denn du hier? Ich suche Costa. Wieso war Axel mit der zusammen? Die ist voll zickig. Hier ist Costa nicht. Wieso bist du nur mit der zusammen? Die ist voll zickig. So, 30 Euro oder es knallt. Hast du immer noch nicht gezahlt? Mann, 30 Euro sind 30 Döner, Mann. Gib ihr das Geld. Gib her, Mann! Hör auf, Mann! Ich war doch gar nicht zickig zu ihr. Ich hab doch Hallo gesagt. Wieso nimmst du denn auf einmal deine Ex-Freundin in Schutz? Echt, das ist wie im Asylantenheim hier. Manchmal prügeln sie sich die ganze Nacht einfach nur so zum Spaß. Das mit Ching hat mir nichts bedeutet. Das war keine richtige Beziehung. Jede Sekunde mit dir ist mir viel mehr wert als die ganze Zeit mit ihr. Und du hast sie wirklich nicht so sehr gemacht wie mich? Naja, zickt euch halt weiter an. Aber wenn ihr euch prügelt, dann bitte im Bikini, ja? Mann, hast du sie noch alle? Dritte Welt, Costa. Das sind Spenden für deine Heimat. Geh runter. Danke. Kein Problem. Du hast mich verraten, Mann. Ein Asienbürger. Shame. Shame on your Grabstein, Alter. Ich will nichts mehr von Chain. Hast du neu oder was? Quatsch. Aber bei Ching habe ich jetzt verschissen. Tja, da muss ich jetzt mal klarkommen, verstehst du? Ach, vielleicht will sie ja noch mal. Weißt du? Das wäre echt super. Ching? Ching? Wer nennt sein Kind eigentlich Ching? Tut mir leid wegen eben, ja. Schon gut. Und? Glücklich mit Axel? Ja, es ist ja noch frisch. Also wir lassen es ruhig angehen. Du, im Bett ist ein China-Böller, oder? Aber wie ich ihn kenne, hat er dir es bestimmt schon demonstriert. Ihr habt also schon... Also ich meine, als ihr zusammen wart, habt ihr da... Habt ihr da oft? Nein, nicht oft. Ständig. Hm?
Axel hatte Sex. Viel Sex. Mit dir? Ich ignoriere diese Frage. Er hat mir erzählt, dass mit Ching, das war überhaupt gar keine richtige Beziehung. Ja, was war's dann, wenn sie total oft miteinander geschnackselt haben? Schnackseln ist ein Wort für sehr verklemmte Menschen. Sag doch einfach... Wieso hat er mich belogen? Er wollte bestimmt nicht, dass du Minderwertigkeitskomplexe bekommst und Dinge tust, zu denen du noch nicht bereit bist. Was macht er hinterm Sofa? Ich habe eine Schraube gesucht. Du lügst! Erst untersuchst du mein Bett und jetzt belauscht intime Gespräche unter Frauen! Männer können auch intime Gespräche führen, vor allem Türken. Hol doch mal die Kombizange. Was? Mädchen hat recht. Axel ist kein Lügner. Und Ching, naja, vielleicht übertreibt sie auch. Komm mal hier. Sex ist nicht so, vor man Angst haben muss. Vor allem nicht, wenn man so einen niedlichen, rücksichtsvollen und klasse Freund wie Axel hat. Hast du Interesse? Weißt du, wie viele Mädchen sich so einen wünschen, Gürkchen? Der tut garantiert nichts, was dich nicht glücklich macht. Okay, da hältst du mich für verklemmt. Nein, für unsicher. Und ob Axel nun der Richtige ist oder nicht, das ist doch auch immer davon abhängig, ob es im Bett klappt. Ihr müsst ja nicht gleich miteinander schlafen. Streichelt euch erst mal ganz lange. Boah, Doris! Mein Gott, Cem. Frag sie halt, ob sie es noch mal mit dir probieren will. Wieso bist du den ganzen Tag schon so komisch? Weil du Sex willst und es mir verheimlichst? Ey, wieso waren Cem heute nicht in der Schule? Er schwänzt. Ich glaube, er ist depressiv, seit Ching da war. Zumindest hat er die ganze Nacht R.E.M. gehört. Komm her. Ich? Ja. Mama hat recht. Wo ist mein Problem? Andere Mädchen sind viel schlechter dran als ich. Ich habe echt keinen Grund, mich über Axel zu beschweren. Ich bin undankbar und verklemmt. Immerhin liest er Bücher. Kein Problem. Solange alles wieder gut ist. Und er beschwert sich nicht mal, wenn ich ihn schlecht behandle. Und er riecht nach Schokomuffins. Einen besseren kann es überhaupt nicht geben. Nirgends auf der Welt. Bist du peinlich, ey. Reiß dich mal zusammen. Chief of Universe? Ich bin's. Ja, toll, ich bin's auch. Man sollte meinen, du weißt, wie meine Stimme klingt. Che? Was? Wieso rufst du nur an? Wart mal, ich hab hier wieder eine Connector. Chief hier. Ja, hier Chief 2. Pass auf, Ching hat mich gerade angequatscht. Sie meinte, sie findet es voll süß, dass du wegen ihr Liebeskummer hast, Mann. Was? Hast du mir den Scheiß erzählt? Nee, deine doofe Stiefschwester. Wie peinlich, ey. Warte. Ich hab keinen Liebeskummer, klar? Muss dir doch nicht peinlich sein. Wie steh ich denn jetzt da? Sei doch froh, Mann. Sie will sich mit dir treffen. Voll die geile Masche mit der Depression.
Ich hab grad echt voll keinen Bock auf die Frau. Was ist denn das für eine alkoholfreie Stimmung, Mann? Alter, davon träumst du seit Monaten, du Weichei. Du hast recht. Ich hab kein Problem. Ching ist das, wovon ich seit 17 Jahren geträumt habe. Und nenn mich nicht Weichei, du hast Angst vor Spinnen, du Pisser! Ching, wie sieht's heute Abend aus? Hier, das Zelt. Danke. Ich will Lena den Sternschnuppenregen zeigen. Das ist doch romantisch, oder? Mit mir wolltest du nicht Sternschnuppen gucken. Ja, weil du Sternschnuppen scheiße findest. Ist mir auch egal. Ich habe mein eigenes Date. Lena, ihr solltet nicht vor allen Leuten so rumküssen und so. Ja, aber wir werden noch ganz andere Dinge tun. Bitte? Er ist der Richtige. Aber ich dachte, du wolltest deine Jungfräulichkeit aufheben. Für wen? Für Gott? Gott! Gott! Der hat euch doch schon alle längst verlassen, wie man sieht. Allah wäre eure letzte Rettung gewesen. Und? Was machen wir heute Abend? Ich lade dich zum Zelten ein. Deine Mutter weiß Bescheid. Sie hat nichts dagegen. Yep, das kann ich mir denken. Also, willst du? Tja, Lena. Zeit, erwachsen zu werden. Ja, ich glaube, ich will. Nein, ich will. Ganz sicher. Super. Das wird ein Riesen-Event. Okay, nennen wir es Event. Ich weiß, dass du viel an mich gedacht hast. Wusstest du, dass jeder Nerv im Körper durch die Hand stimulierbar ist? Oh. Du hast auf einmal sowas Zerbrechliches. Wie ein junges Reh. Ein junges Reh? So, deine Wäsche. Oh. Wollte nur sehen, ob's stimmt. Mann, sind die peinlich. Hi, ich... Oh, sorry, störe ich? Ja. Nein, nein. Ja, gut. Ich störe auch nicht lange. Ich wollte nur fragen, ob du einen Schlafsack für mich hast. Klar. Brauchst du sonst irgendwas? Nee, ich glaube, sonst hat Axel alles. Axel? Ja, wir gehen zelten. Ich habe doch keinen Schlafsack. Außerdem ist es schon zu kalt zum Zelten. Tja. Kann man nichts machen. Dann nehme ich einfach den hier. Hey, Kosser. Und? Eingelocht? Wieso nicht? Ja, weil halt du spast. Ganz toll mit Axel. Mama, gibt's hier Kondome? Du solltest sie besser einsperren wie Hunde, die sperrst man auch an. Das ist die Musik, die wir damals gehört haben. Danke. Tschüss. Oha, da geht sie hin. Mit einem Jungen. Ob das so richtig ist? Dein Sohn darf und darf meine Tochter auch. Die Sternschnuppen kommen gleich. Sicher. Mhm.
Wieso hast du nichts an? Aber wir wollten noch langsam machen. Mann, Axel, ich bin vielleicht unerfahren, aber nicht doof. Ich weiß das von dir und Ching. Von wegen, du hast noch nie. Ich hab doch gar nicht gesagt, ich hab noch nie. Ich hab gesagt, es war nichts Besonderes. Okay, dann wird das jetzt hier was ganz Besonderes. Liebst du mich? Ich mag dich super gerne. Und mehr weiß ich dann danach. Boah, Lena. Komm schon, Axel. Wofür sind wir denn hier? Garantiert nicht zum Sternschnuppen gucken. Nein, dafür bist du mir noch viel zu wichtig, als dass ich so eine Aufreißnummer starten würde. Aber offensichtlich ist dir die Sache nicht so ernst wie mir. Axel! Jetzt tu doch nicht so unschuldig! Ich glaub dir kein Wort! Axel! Sternschnuppen. Viele Sternschnuppen. Mann, das Lied ist genauso kacke. Dann halt ohne Musik. Ching, hör zu, du bist echt sexy und du hast den krassen Ausländerbonus, aber ich... Schon gut. Ich auch nicht. Und an wen denkst du? Das geht dich einen Scheißdreck an. Darauf, dass unsere beiden Ältesten glücklich sind. Auf Lena und Cem. Şerefe. Scheiß Türken. Darauf, dass Lena eine glückliche Beziehung hat. Auf Lena. Şerefe. Ich hab alles kaputt gemacht. Darauf, dass Allah ein wachsames Auge auf unsere Familie wirft. Hey. Hey. Hat Axel was gemacht? Nein, er hat nichts gemacht. Wir haben nichts gemacht, gar nichts. Ehrlich gesagt, es war beschissen. Das tut mir leid. Sie hat mich voll angelächelt. Axel ist ein Vollspast und er soll verrecken in seinem Waisenhaus. Hör auf, ihn schlecht zu machen! Er hat wenigstens Gefühle. Ich nicht, oder was? Ey, warum muss ich schon wieder so tun, als hätte ich keine Ahnung vom Kochen, nur damit sie sich besser fühlt? Wir wollten jetzt eigentlich einen Film gucken. Jetzt hat sich der Fernseher gerade für Fußball entschieden. Mach doch nichts, dann gucken wir oben. Tja, Pech gehabt. Traumpaar.